In diesem Video schauen wir uns an, wie wir jedes Stück einzigartig machen können, indem wir ein schickes Appliqué anbringen. Wir nehmen ein Restestück und bügeln Flisofix auf die linke Seite des Stoffes. Am besten eignet sich Jerseystoff, da er nicht ausfranst. Als nächstes zeichnen wir die Appliqué-Vorlage auf die Flisofix-Seite und schneiden das Design aus. Dann ziehen wir das Flisofix-Schutzpapier ab und bügeln das Appliqué auf die Vorderseite unseres Tonbeutel-Oberstoffes, wenn du den Semi-Tonbeutel nähst. Du kannst es natürlich auch auf jedem anderen Stoff anbringen, es muss nicht unbedingt der Semi-Tonbeutel sein. Nun nähen wir rund um das Appliqué herum mit einem Zickzackstich. Ich habe meine Maschine auf 0,5 x 4 mm gesetzt. Und wir ziehen die Fäden auf die Unterseite des Stoffes und verknoten sie. Und dann ist unser Appliqué auch schon fertig. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dass du mit mir zusammen genäht hast. Gib dem Video doch einen großen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos, wenn du magst und folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter. Ich würde mich sehr freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!